Also relativ neu, ist es halt seit einer Weile so. So, ich switch mal aufs Morgen-Kaffee-Setup. Hallo auch an die Leute auf YouTube, die sich die Nachaufnahme angucken, wenn ich hier nicht dazu komme, Sachen zu archivieren. Ich bin hallo. 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 Ein hoffnungsloser Fall. Heute mal wieder mit den üblichen Verdächtigen seit neuestem. Chosen und Oberion. Hallo. Hallo. Bald sind wir ein fester Cast. Eigentlich hätten wir noch Chris vom Mad Monkey Squad heute hier gehabt, aber der hat keine Zeit, sadly. Aber vielleicht ist er nächste Woche mit dabei. Was cool wäre. Das ist so richtig. Apropos Which das. Sad. Very, very sad. Very sad. Das war gestern scheiße lustig. Wir haben gestern für die Zuschauer alle zusammen Overwatch gespielt. Oh ja. Und über 4 Stunden oder so. Ja, länger. Definitiv länger. Und ich erinnere und mich... Wir haben fast nicht immer auf die Schnauze bekommen. Fast nicht immer. Hey, nicht in, immer, unserem, aber fast. In unserem ersten gemeinsamen Ranked Match haben wir dominiert. Und zwar ganz aggressiv, wenn ich mich recht erinnere. Das zweite wurden wir komplett zerstört. Aber das erste war gut. Das lief echt gut, ja. Und wir hatten unseren neuen besten Freund Himmelskind. Hi, falls du das hier jemals findest. Ja. Den habe ich leider nicht mitbekommen, aber ja, das Salz war stark in ihm. Das sagen Salz wir war so, sehr stark. Hab ich mitbekommen. Das war wunderschön. Das war einfach, der hat sich, für diejenigen, die Overwatch nicht kennen, am Ende bekommen bestimmte Leute praktisch, werden sogar highlighted, weil die irgendwas besonders gut gemacht haben, zum Beispiel viel Schaden oder viel geheilt oder halalai. Oder sehr viel auf der Objective rumgesessen. Das gibt's auch. Und der hatte irgendwie 4 Goldmedaillen, man kann auch so Medaillen kriegen und so ein Shit, so Bewertungskram generell. Und er hat sich total aufgeregt, weil Chris, der unseren Healer gespielt hat, mehr Upvotes gekriegt hat, was nicht überraschend war, weil wir alle zusammen im TS rumgehangen haben und dann so rumgewitzelt. Ja. Und der hat dann total im Chat rumgesaltet, weil der besser, generell in Anführungsstrichen seiner Meinung nach, besser war und weil Chris ihn ja nie geheilt hat. Und ist dann voll ausgeflippt. Und später hatten wir ihn dann im gegnerischen Team. Und das ist eine sehr schöne Folge. Könnte auf Mad Monkey Squad gehen. Ich glaube, der lädt die demnächst hoch, weil er hat das Ganze auf jeden Fall mitgeschnitten, wenn ich mich recht entsinne. Definitiv. Das war sehr lustig. Definitiv. Und die Folge in meinem Wohnzimmer ist gerade ein 725er E-Woody. Wird genommen. What the fuck? Er spielt die ganze Zeit in seinem verdammten Wohnzimmer Pokémon Go. Das ist richtig. Droppst du da immer Lures oder was? Die zu dir reinkommen. Nein, aber ich hab einen Pokestop direkt gegenüber. Ja, okay. Und seitdem die quasi das getestet haben in Amiland mit dem neuen Tracker-System, spawnen die halt vermehrt an den Pokestops halt. Weil du wirst ja dann zu den Pokestops geleitet. Ne, du siehst halt. Die sind in der Nähe, wo die sind. Und die sind halt alle um die Pokestops vermehrt. Ja, mein nächster ist am Anfang der Straße. Nee. Muss ich mal hinlatschen. Das ist genau gegenüber von mir, das Haus ist quasi ein Pokestop, weil das halt so eine alte Engelsfigur quasi oben im Dach gebälkt hat quasi. Ah, okay. Ja. Und ich muss ja immer gestehen, das war immer so ein bisschen den Aspekt, den ich auch bei Ingris schon mochte. Dieses so ein bisschen, ja, schon fast Geocaching-mäßig, dass er so rumflippst. Ja. Obwohl die in Münster so dicht gesät sind. Einfach in der Innenstadt. Ja, wobei ich da ein bisschen schade finde. Also ich habe bis jetzt hier bei unserer Stadt bei Pokémon Go noch keinen gesehen, wo so ein bisschen auch Beschreibung dran war. Bei Ingris habe ich das schon öfters mal gesehen. Ja. Dass er nicht nur der Name war, was ist das, sondern auch, keine Ahnung, diese Statue wurde von bla 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 dann und dann der Stadt geschenkt, keine Ahnung was oder so. Ja, dass Leute Infos hinterlassen, was das ist, ja. Ja, das fand ich immer ganz lustig. Also nicht zwingend notwendig, aber das war ganz nett. Ja, das ist so dieses, wenn ich hier stehe, ich fand es immer sehr unterhaltsam früher, wenn bei Ingris, wenn du gerade dabei warst, so ein Ding zu, so ein Portal zu zerschießen von der anderen Seite und du dich dann, du dann gesehen hast, hier ist noch einer in der Ecke von denen, der gerade irgendwas an einem anderen Portal macht und dich dann so umgeguckt hast, wer hat sein Handy in der Hand? Das ist immer das Beste. Wer ist es? Und dann bist du da hingegangen und hast den Crap out of him geschlagen. Wenn's das war lustig.
Das ist aber jetzt bei Pokémon Go auch so ein bisschen, dass du halt immer, gerade wenn du an Arena bist, guckst oder so, wer ist. Und du erkennst ja Pokémon Go-Spieler total leicht, weil die halt so das Handy in der linken Hand haben und mit der rechten Hand so den Finger so diesen Strich so nach oben. Ja immer dieses. Wobei ich das schon ganz locker so mit einer Hand, so mit dem Daumen, so Flinks auch mit Spin-Move und so machst, genau. Oh, ja. Ja, das geht's. Ja, aber es war trotzdem auch sehr lustig, als ich gestern zum Fantasy Workshop gefahren bin, ne, also unser Treff da von der Kirche. Da parkte neben mir auf dem Parkplatz dann auch eine Dame, so, ich würde sagen, so um die 35, 40 oder so wird die gewesen sein. Hielt halt an, parkte, hat gewartet kurz, holt ihr Handy raus und ich sehe so diese Bewegung und so. Und sie hat so Fenster runter. Und ich gucke so rüber, welches Level sind sie denn? Und dann so, ich bin noch nicht so weit. Ich so, ja, ich bin 31. Und dann so, was? Sehr schön. Ja, und dann haben wir nochmal so ein, zwei Sätze gewechselt und so und sich dann noch viel Erfolg und viel Glück gewünscht und so. Und ja, ich finde das immer ganz lustig. Ja, das hat sowas. Das hatte ich bei mir in der Ecke auch, weil du kannst ja Leute anschreiben, die in der Nähe sind, bei Ingris. Ob die dich unterstützen wollen. Und ich hatte das schon mehrfach dann bei mir in der Ecke, dass ich dann einfach Leute, die gerade in der Gegend waren, angeschrieben habe. Hatte ich ein paar coole Unterhaltungen mit Leuten. Ja. Teilweise zu nachtschlafenden Zeiten, was sehr lustig war. Ja, oh ja. Und was machst du so eigentlich? Ja, ich bin Programmierer. Musst du nicht um 9 dann bei der Arbeit sein? Nee. Ich sag nur Leute, die nach Mitternacht im Hausflur Gesellschaftsspiele spielen. Gestern. Chris, ey. Bei Mattis war das. Ah, nee, das war bei Mattis, genau. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Das ist alles so ineinander geflossen nach einer Weile. Wir haben zu lange gespielt. Das war irgendwie so. Aber es war großartig. Meint ihr so, in meinem Hausflur sitzen meine Nachbarn irgendwie so 10, 12 Leute und spielen irgendwelche Gesellschaftsspiele. Man muss sich so vorstellen. Das ist so unbequem. Irgendwie in so einem Hausflur halt mit mehreren Wohnungen. Also wo die dann einfach so im offenen Flur sah, aus irgendwelchen Gründen. Hat bei ihm nicht auch irgendwer besoffenes, creepiges dann geklingelt? Ja, irgendjemand hat um 1.30 Uhr oder so bei ihm geklingelt und nach seiner Freundin gefragt. So nach dem Motto, ist die so und so da? Und dann so, nein? Okay. Und ist dann wieder gegangen. Und wo wir dann ja Witze gerissen haben mit der Eistruhe. Genau. Dass der im Eisfach sitzt, wenn er da hingeht. Ist schon in der Wohnung drin. Es gibt schon Leute, also wirklich. Das ist ja. Man muss bedenken, das war um 1 Uhr morgens oder so. Also bei mir Roboter löffelt der Roboter. Ja, ich habe ihn auch nicht verstanden. Ich merk's gerade, Moment. Warum? Es ist jetzt wieder besser. Ja. Gut. Ja, die zwei Worte, ja. Okay. Ja, nee, ich hatte gerade einen kleinen Einbruch, weil Battle.net sich entschlossen hatte, was zu updaten. Oh, bei wem bist du eingebrochen? Was? Eingebrochen? Du hast gerade gesagt, du hattest gerade einen kleinen Einbruch. Bei wem bist du eingebrochen? Ja. Nein, Bitrate-Einbruch, aber einbrechen tue ich generell gerne bei meinen Nachbarn. Nein. Aha. Und dann klaue ich denen deren Milchcontainer. Nein, Scherz. Oh Gott. Darkness. Ja. Was habt ihr denn? Darkness, my old friend. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Eigentlich bräuchte ich so ein Button-Setup mit so Joke-Sounds. Da haben mich und Dennis letztens schon drüber geredet. Einfach nur, um sowas dann einzuspielen. Oh yeah. Wäre schon sehr lustig. Yes, yes. Was habt ihr denn so? Yes, yes. Damit ich wieder eine Ausrede habe, warum ich den Morgencafé noch in den Eventkalender eintragen darf. Was habt ihr denn so rollenspieltechnisch die Woche über gemacht? Ich mache mir zurzeit sehr viel Gedanken über neue Superhelden bei unserem Superhelden-Setting. Juss! Und habt ihr einen der dümmsten? Nein, auch generell Superhelden und Superschurken. Oh, aber Gott. Ich weiß nicht warum, ich habe die eine Idee gehabt und ich habe da gesessen und gedacht, ey, das ist so dumm. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Ja. Ich will doch nicht das einführen, weil da ja ein gewisser Spieler hier gerade was so leitet hier gerade und live macht, deswegen. Ja, ja. Ich finde immer noch, Mrs. Johnson ist immer noch, das ist der
Beste Superbösewicht bis jetzt. Mrs. Johnson. Nein, oder Mister. Mister? Das ist ein. Ja. Ist die eigentliche Mrs. Johnson auch? Ist egal. Ja. Ist für die Weirdness. Trägt noch dazu bei. Ist großartig. Ja. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall mega drauf. Da hatten wir, glaube ich, auch schon letzte Woche schon mal kurz drüber geredet. Ja, war unsere super geile Superheldenrunde. Wo ich ihn gestern auch wieder hart getrollt habe mit. War großartig. Was? Wo ich dich gestern wieder hart mitgetrollt habe mit den Bildern. Ja. If you remember. Ist ja gestern wieder ausgeflippt, war lustig. Ich such's mal. Da. Wenn ihr jemals mit Löffel spielt, macht's einfach nicht. Das. Wenn ihr spielt, tut es nicht. Just don't do it. Geht einfach. Ich hab's gerade mal eingeblendet. I don't always play with the Löffel, but when I do, I do. Don't. Just don't. I don't. I can't. Ja, ich hab so viel Spaß an sowas. Ich hab gerade das 16:9 Ding eingeblendet, Josen. Ja. Soon on Josens Kanal. Sobald wir einen Termin haben und ich das Stream-Layout fertig habe. Ich denke, habe momentan verschiedene Ideen. Eins und ich muss gucken, welches am besten funktioniert. Ich habe 2, 3 und ich muss ausprobieren. Weil ich auch immer versuche, dass die nicht alle gleich aussehen. Weißt du, ich versuche so ein bisschen dieses, dass ich nicht mich so wiederhole. Also klar haben wir solche Sachen wie die Kamerafenster und ein Chatfenster und eventuell sowas wie ein Würfelding, aber dass so das Drumherum nicht immer gleich aussieht. Und weil ich halt hier die ganze Neonkiste habe, habe ich momentan ein paar Ideen, wie ich das, glaube ich, ganz gut umsetzen kann. Und weil wir auch so ein bisschen diese Mischung aus L.A. und so japanisch im Endeffekt so ein bisschen rausbringen wollen. Ich habe so ein paar Ideen. Osaka! Ja, Japan ist ja generell die... Japanese Peoples. Und ich spiele in Koreaners. Ist perfekt. Ja. Wieso spiele ich keinen Japaner? Ja, komm. Erzähl mal von deiner WG. Meine WG ist geil. Nein, die müssen wir introducen, wenn wir spielen. Das ist dann viel lustiger. Ja. Die sind toll. Ich mag die jetzt schon. Das wird, glaube ich, nur noch geiler. Ich hatte meine Tischrunde, by the way, von denen erzählt. Darf ich das erzählen? Was? Welches? Darf ich das? Das ist so geil. Also ich erzähle es jetzt einfach, auch wenn Löffel es nicht will. Nee. Als wir diesen offline introducing Superkräfte Geschisse gemacht haben, haben wir dann erstmal die WG gezeichnet. So gesehen, Löffel hat dann erstmal einfach nur mit Gimp so gesehen, erstmal so vorskizziert, wie das aussah. So, das willst so du grob, erzählen. Also, okay. Genau. Okay. Und dann kriege ich einfach die Tage nochmal so gesehen ein Bild von ihm per WhatsApp geschickt und er hat einfach 1:1 diese WG nachgebaut in Sims 3. Weil mir langweilig war. Ich habe auf eine Mail gewartet. Eieieiei. Und ich musste mir die Zeit vertreiben und ich war so, oh, fuck it, ich bin zu faul zu malen. Was habe ich denn so auf dem PC? Ah, das. Sehr gut. Und dann skype ich den auch noch mit dem die Tage und er so, ach ja, hier, guck mal. Und dann hat er einfach währenddessen hat er einfach mit denen so gesehen auch noch Sims 3 gespielt. Weil mir langweilig war, wie gesagt. Nichts zu tun gehabt. War gut. Wenn die Langeweile streikt. Ich hab sie noch nicht verbrannt. Ich bin noch nicht... Es ist noch nicht dieser Pool, aber ich habe auch nicht wirklich weitergespielt. Es ging mir mehr nur darum... Aber der Pool hat jetzt schon keine Leiter mehr. Ja. Umbria, und die können jetzt ohne Leiter aus dem Pool steigen. Das ist Beschiss. Wie scheiße. Ja, man kann die nicht mehr so einfach ertränken. Man muss jetzt arbeiten, damit man die ertränken kann. Das ist kompliziert geworden. Verbrennen ist einfacher. Man startet einfach Feuerwerk in einem Raum. Ist gut. Dann fängt alles an zu brennen. Sehr gut. How to kill your Sims. Ja, das, in sich benutze ich das. Also wofür ich das benutze, ist übrigens ein Tipp für Leute, die besser werden wollen im Malen. Wenn ihr Probleme mit Hintergründen habt, ist das mega geil, weil du halt das jederzeit stoppen kannst, das in irgendeine beliebige Position drehen und dann einfach das abzeichnen für geometrische Kisten, so für Räumlichkeit und sowas. Das machen tatsächlich manche Unis auch. Moin, Panikwolf. Ja,
das ist tatsächlich wahr, weil das ist ein, es ist ja in sich ein 3D, sag ich mal, sehr simples Architekturprogramm. Und dann kannst du halt dir Räume bauen, die möblieren, wie du willst, und kannst dann die Perspektive wechseln und kannst denselben Raum aus 100 Perspektiven zeichnen. Ist in sich geil. Weil du es unter sehr kontrollierten Umständen hast. Du kannst es Tag und Nacht machen, kannst die Beleuchtung ändern. Ist super. Scheiße, ich glaube, ich muss mir jetzt mal Sims 3 holen für ein Projekt, was ich habe von der Uni. Ja, das in sich geht das super, weil damit kannst du halt, sag ich mal, sehr versimpelt Sachen nachbauen und so. Ne? Damit habe ich mir damals, ja, und mache ich auch immer noch, baue ich meine Hintergrundfähigkeiten aus. Weil ich bin immer noch nicht, also so charaktertechnisch, also wenn ich Figuren zeichne, ist es super. Hintergrund ist immer noch so ein bisschen Krieg. Und weil man ja immer das zeichnen soll, was man nicht kann. Ach, so ein bisschen. Er kann es eigentlich voll gut. Nein, kann ich nicht. Ich habe totale... Also ich bin besser geworden. Fluchtpunktperspektive ist voll hart. Halt die, praktisch die Horizontlinie und von wo aus, weißt du so, in welche Richtung die Linie... Ach so, ja. Das ist manchmal voll hart, vor allem wenn du runde Objekte im Raum hast und so, weißt du, und so Verkürzungen von Armen und Beinen und sowas, wenn die sich in Richtung Kamera strecken und so. Diese Sachen, das übe ich halt. Und dafür ist sowas geil, weil du kannst, wie gesagt... in sich die in irgend, weißt du, die Sims sich hinsetzen lassen, dann stoppst du es und dann malst es aus 8 verschiedenen Perspektiven und dann hast, ne, und dann hast du es halt drauf am Ende. Dafür ist es super. Dafür missbrauche ich das. Hallo Panic Wolf. Hi Panic Wolf. Hallo. Oder Panic Wolf. Panik. Es ist mit K, nicht mit C, also es ist ja, mit Panic. Ja. Panic Wolf. Panik. Ja, wie gesagt, dafür ist es praktisch. Ach ja. Kleiner Tipp für Leute, die mit Hintergründen kämpfen. Ich habe das eine Zeit lang, habe ich das auch gerne missbraucht, wenn ich so Comic-Panels oder sowas machen musste und nicht genau wusste, so wie ich, weißt du, wie ich den Hintergrund dahinter packen sollte. Das war immer ganz gut zum Positionieren und so. Super. Dafür ist es klasse. Ja, und wie gesagt, da, die WG ist super. Ich hatte es meiner Tischrunde erzählt. Die haben schon gesagt, ich sag jetzt einfach den Namen, weil das sagt den Leuten nicht so viel. Victor, haben sie schon gesagt, das wird wahrscheinlich am Ende die Damsel in Distress, worüber ich mich sehr abgelacht habe. Haben sie nur so gesagt, das ist doch die Lois Lane aus der Storyline. Habe ich mich mega abgeschrien. Das war großartig. Der Einzige, der es nicht checkt. Der ist dann unser Aldon Foxglove, ne? Ja. Ja. Obwohl, dafür sowas ist er, von, ey. Ist ein bisschen zu groß, aber ist trotzdem gut. Oh Gott. Ich muss immer noch sagen, Umbrön, ich habe das unglaubliche Bedürfnis, mir ein Foto von Aldon zu nehmen, wegen der Dortmund-Nummer bei Beru. Wegen der D&D-Runde da. Und die Klamotten von dem einfach nur schwarz einzufärben, weil wir hatten das ja mit dem Vampirjäger. Achso. Ja. Ich habe immer noch das unglaubliche Bedürfnis, so eine edgy-Version von dem. Das war halt nicht geplant, aber er hat dann halt irgendwann mal, meinte so einen Löffel so von wegen, ist das Alter ein Foxknopf? Ich so, gute Idee. Der klang genauso. Ich so, das war dieses semi-weinerliche. Ja, wahrscheinlich unbewusst wurde ich davon inspiriert. Also es gab halt da einen Vampirjäger, der zwar sehr determined war, aber sowas noch nie gemacht hat. Ja, so. Und das kam mir sehr bekannt vor. Er wollte halt irgendwie seine Freundin retten oder irgendwie sowas oder rächen oder wie auch immer. Und hat sich dann irgendwie ein bisschen irgendwie Weihwasser besorgt und so. Und dann so, jetzt geh ich Vampirjäger! So nach dem Motto. Aber eigentlich weiß ich gar nicht, wie das geht. Vielleicht gehst du dann besser raus und passt auf die Verletzten auf oder so. Ja, das kann ich machen, das ist eine ehrenvolle Aufgabe oder so. Und außerdem bin ich dann weit weg von der Gefahr. So ungefähr. Ah, das war sehr gut. Wir haben gerade schon wieder einbrechende Frames und ich weiß nicht warum. Ja, ja, man hört es auch. Ja. Du warst sehr, sehr. Stockerst sehr hart. Ja, und ich weiß nicht warum. Gibt's denn irgendein Thema oder so? Ah, es ist morgens früh. Irgendein Thema, wo die Zuschauer sagen, irgendwie interessiert euch oder so, was so Hobby angeht, wobei wir mal quatschen sollen oder irgendwie. Ansonsten dumm sabbeln. Könnt ihr mal was reinschmeißen? Ja. Genau. Eure Fragen, unsere Antworten.
Wer es von Super Games TV kennt? Einer? Scheiße. Bin ich wieder alleine hier. Warum? Oh, um die Ecke ist ein Tummelluft, da komme ich aber nicht ran. Puh. Wobei, Umbreon, das müsstest du eigentlich noch kennen. Du kennst doch auch noch Wetten Barlow, oder? Ja, sicher. Ich kenne ja, Barlow noch, bevor Barlow Barlow war. Ja? Ist noch Georg und Jochen bei Giga Green ja, waren. Ja, die, ganz am Anfang. Weißt du, dass die jetzt auch einen super einen eigenen YouTube-Channel haben? Ja, Super Games TV kenne ich. Genau, kenn. Die haben doch auch dieses Eure Fragen, unsere Antworten. Ja, ja. Das ist so herrlich bescheuert. Also, wenn ihr gute Unterhaltung haben wollt, guckt euch das mal an. Ich wollte ja sagen, guckt was anderes, aber ja, okay. Nee, sind schon lustig, die beiden. Die waren auch damals cool. Ja. Ja. Ihr werdet mich wahrscheinlich nur abgehackt hören in Skype. Unsere Verbindung bricht gerade voll ein und ich habe keine Ahnung, warum. Also, ich kann euch gut hören. Das merke ich, ja. Aber es steigt und sinkt die ganze Zeit bei mir und ich habe keine Ahnung. Den Chosen kann ich auch gut hören, aber bei dir ist halt immer so ein bisschen nicht ganz so dolle. Ah, okay, er leckt auch gerade, wird auch gerade gesagt. Okay. Okay. Ja, dann müsst du mal Klöppi vielleicht rausschmeißen und sagen, lad nicht so viel runter. Ja. Irgend so ein Typ. Das kann es eigentlich nicht sein. Ja, der streamt ja regelmäßig auch. Ja, das tut er auch noch. Stimmt, der Bruder Barlow streamt auch noch. Also beide das eigentlich. Jochen mehr Diablo 3 und Barlow halt WoW. Weil Barlow. Man kennt's ja. Moment, ich versuche mal eben kurz rauszufinden, ob irgendwas los ist. Gib mir mal eben 2 Sekunden. Wir bleiben live. Oh, du, weil... Ja. Ja, Leute. Ja, ja. Mich freut auch, dass wie heißen sie, die Jungs von Rocket Beans, dass das bei denen so gut läuft, weil die finde ich auch klasse. Ach, du meinst hier... Woody, Chosen, Eddie, genau. Ja, ja, genau. Hä? Nee, ich bin nicht dabei. Nein. genau. Ich wollte sagen, ja, Chosen, ich meine Woody, Eddie, Simon und so, ja, genau. Genau so ist das. Ja. Wer sich fragt, der... Finde ich super. Ich glaube, das war auf ihn bezogen. Okay. Ja, gut. Ja, das haben wir dann auch herausgefunden. Ja, ich habe aber seitdem die jetzt nur noch auf... Die machen das jetzt nur noch auf YouTube, ne? Ja. Soweit ich das verstanden hatte, genau. Ich habe das vorher auch nur auf YouTube geguckt, weil zu dem Zeitpunkt halt mein Twitch immer gespackelt hat. Und ja, und jetzt sind sie ja komplett aus. Genau. Wie gesagt, ich finde die Sachen klasse. Ich finde das lustig. Ich auch. Ich fand's mega lustig. Ich weiß nicht, du wirst da nicht so ein Fan von sein, aber kennst du Schläferz? Das hat mir überhaupt nichts. Das ist ein Tele5-Programm von hier Kalkofe und Peter Rütten. Also, der Kalkofe kenne ich, aber Fernsehen gucke ich halt nicht seit... Ja, genau. Und die haben jetzt auch, die hatten jetzt auch die geile Aktion, dass die, ich weiß nicht, ich glaube nicht diesen, sondern letzten Woche Mittwoch, haben die nämlich auch Schläferz so gesehen bei denen auf dem Kanal gestreamt. Mhm. Also die hatten so gesehen auch die Erlaubnis, das dann rauszuhauen. Und was macht der dann? Macht der sowas wie Kalkofe oder was? Nee, das ist halt so gesehen so, dass man Filme nimmt und dann entweder sich dazu besäuft. Okay, klingt nach einem Plan. Klingt nach einem Plan. Aber es sind halt richtig schlechte Filme, also richtig, richtig schlecht. Also ein bisschen Richtung Mystery Science. Genau, hier. Sowas. Sehr cool. Hallo, ich bin übrigens zurück, ich habe das Problem gelöst. Okay. Ich habe rausgefunden, was es war und habe es getötet. Okay. Das ist schön. Hat es vorher Eier gelegt? Das wissen wir noch nicht, das müssen noch wir nicht, rausfinden. Noch nicht, das finden wir gleich raus. Ich habe Knüppi mit meiner Nerfgun abgeschossen, das war... Sehr gut. Ernsthaft jetzt? Ja. Wow. Der war dabei, was fürs TomTom zu downloaden, und zwar eher eine ziemlich große Datei, und die hat natürlich sofort das gesamte Internet getötet. Ja.
komplett. Und jetzt habe ich ihn abgeschossen und ihn daran erinnert, dass er mir noch einen Gefallen schuldet. Und jetzt hat er es erstmal gebrochen. Hast ihm Internetverbot gegeben. Ja. Auch letztes Mal kein Internet. Ja. Dem eigenen Vater das Internet verbieten ist auch immer gut. Ja, das passiert, wenn man immer noch im selben Haus wohnt und sich dann das Internet teilt und das heimlich durch die Wand legt, damit das niemand merkt, weil man sich denkt, ja, das ist klug. So nicht so viel bezahlen, obwohl man in verschiedenen Stockwerken wohnt, aber K-L-U-K. Ja, und das ist halt, kann man sich wirklich so vorstellen wie bei Mystery Science Theater, nur dass es halt keine Kommentare gibt, so gesehen, wie Peter und halt Kalkofe davor sitzen, sondern wirklich, sie werden dann halt mit so Text, also halt so per Text eingeführt. Mhm. Und man kann, und dann gibt es halt zu bestimmten Aktionen pro Film, die haben halt jede Woche so gesehen immer einen Cocktail raus, den man sich mixen kann. Man kann auch andere alkoholische Getränke nehmen. Oder auch nicht alkoholische. Wenn man lustig ist. Oder man kann sich auch ganz viel Presse machen, da kann man nur die ganze Nacht nicht schlafen, hatte ich auch schon bei der Aktion. Und dann halt so gesehen zu bestimmten Aktionen immer beim Film, wird halt vorher auch gesagt, dann halt was trinken. Ja, ja. Das ist sehr, sehr belustigend und erheitert sehr viel. Jedes auch, Mal, wenn Gimli etwas Zwergisches tut in Herr der Ringe. Ja, sowas. Nur schlimmer. Er hat gerade Bier getrunken. Er hat gerade geflucht. Er hat gerade über Elfen gegrummelt. Nach der Heimsten bist du komplett tot. Ja. Nicht nur. Immer wenn Frodo was Dummes macht, ey, guck mich an. Hey. Oh Gott. Ja, das stimmt, wenn man so einen Spitznamen wie Frodo hat. Neben Chosen und anderen. The Chosen Frodo. Der Frodo Chosen. The Chosen Frodo. The Frozen Frodo. The Frozen quasi. Oh the Frozen. Gott. Ah, der ist gut. Jetzt darfst du nur noch Mei mainen in Overwatch. Tja. Nein, nein, das geht nicht, weil ich Mei maine. Ja. Mei mainen. Ja. Das muss man auch mal getan haben für eine Zeit lang, damit man weiß, was das für eine Folter ist für die Menschen. Oh ja. Irgendein Typ fragt, was haltet ihr eigentlich von der Pen and Paper Runde von Rocket Beans? Finde ich super. Ja. Gut, das Regelsystem, was sie sich da gebastelt haben, basierend auf DSA, ich weiß nicht, ob es bei Beards jetzt auch noch so ist, bei der zweiten Staffel. Glaube aber das war es ja auf jeden Fall. Zumindest so grob. Ja, nett. Die Leute, wie gesagt, die machen es halt auch. Das ist halt auch sonst bei einer Pen-Paper-Runde. Dass halt die Leute wichtiger sind als das System oder das Setting. Ja. Das kann eine Menge ausmachen. Und ich finde die einfach klasse. Ich finde die super sympathisch, super, super nett und so. Ich finde halt auch diesen... Ja, wie es sich entwickelt hat für die Charaktere, also für die Spieler. Am Anfang die meisten Spieler, also bis auf irgendwie der Spielleiter Hauke, glaube ich, die hatten ja quasi alle noch nie irgendwie Pen Paper gezockt oder so, glaube ich. Und am Anfang war es halt so sehr wie ein Computerspiel, also mit, ey, lass den looten und so. Und das hat im Laufe der Zeit so langsam so ein bisschen nachgelassen. Ja. Das finde ich halt cool, das zu beobachten und so. Wie sich Leute praktisch von der Computerspielidee wegentwickeln und so ein bisschen mehr in das. Ich glaube, der Einzige, der noch was gespielt hatte vorher, war, glaube ich, Boogie. Das hast du dem gleich am Anfang auch so gesehen bemerkt, wo er sich schon ein bisschen über die Gedanken gemacht hat. Mhm. Ja. Ansonsten finde ich einfach super klasse, dass das halt also in den Fokus gerückt wird. Also im Prinzip ist es ja Werbung fürs Hobby. Ja. Da haben wir ja alle was von. Und keine Ahnung, deswegen verstehe ich halt nicht, wenn Leute sagen, die spielen das falsch oder so. Man kann sowieso nicht falsch Rollen spielen. Das ist totaler Quatsch. Das ist totaler Quatsch. Also ich weiß noch zum Beispiel, ich hatte einen Kommentar, weil unter einem meiner vorgestellten Videos von irgendwelchen Rollenspielsachen, ich glaube, das war sogar zu The Genesis, da hat mich halt auch so ein Typ gefragt, so von wegen, ja, hier, ich komme jetzt von Rocket Beans, bla bla bla. Und ich habe mich dann... Ich habe den natürlich dann, da ging es halt um Abenteuer, glaube ich. Da habe ich ihm so ein bisschen was erklärt zu diesem Abenteuer, was in diesem Grundregelwerk zu The Genesis war. Da hat ja auch welche in den Comments, die gesagt haben, von Rocket Beans und so, und dann nach mehr gesucht. Wie gesagt, super klasse, weil desto mehr Leute wir im Hobby haben, desto mehr Spaß, desto mehr Variationen. Man inspiriert sich halt gegenseitig.
Ja, es bringt einfach frisches Blut in das Hobby rein, was immer gut ist. Ja. Leute mit neuen Ideen, Leute, die vielleicht, weißt du, weil das, darüber haben wir uns ja schon öfter unterhalten, gerade auch mit Umbreon, dieses Ding von, wenn man schon sehr lange Rollen spielt, man gewöhnt sich an gewisse Sachen total und wenn dann neue Leute dazukommen, ja. Die machen das man dann komplett anders. Man wird quasi betriebsblind auch. Ja, genau. Man wird quasi betriebsblind und man sagt dann so, ja, ich habe das und das für mich entdeckt, das ist für mich das Beste und so, aber man schaut halt dann relativ wenig über den Tellerrand drüber und so. Ja. Und ich finde, man sollte halt einfach möglichst viel ausprobieren und so, weil alles bereichert einen. Man kann danach immer noch sagen, keine Ahnung, System oder Stil oder was auch immer, gefällt mir jetzt doch nicht oder so. Aber das kannst du halt erst, wenn du es probiert hast oder, ne? Oder da mehr für Chris oder Leuten zuguckst, die so spielen oder wie auch immer. Ja. Und ja. Generell ist das ja auch teilweise die Idee gewesen, wie auch der Nerdpool und das Ganze entstanden ist. Rödel. Einfach dieses. Ja, Rödel. Oh, warum? Jetzt ist wieder gut. Ja. Es ist zum Kotzen. Aber eben war Rödel. Ja, ich hasse meine Internetverbindung. Es ist momentan noch schlimmer, weil sie hier gerade also alles aufreißen, weil sie ja das Vectoring legen. Danach wird es wesentlich besser. Aber bis dahin ist halt alles kacke. Deswegen ist ja auch fucking Mirror. Merkt man gar nicht. Momentan so semi-pausiert. Jetzt geht's wieder. Jetzt müsste es sich eigentlich wieder komplett eingespielt haben. Oder rödel ich immer noch? Nee. Immer noch so rödel. Ich verstehe es nicht. Ich starte mal eben einmal die Skype-Konfi neu, wenn das für euch okay ist. Ja. Gucken, ob das wir sind gleich wieder für euch da, Leute. Ob das vielleicht was ändert. We will be back. Ritzend. Ach ja. Vielleicht auch. Könnt ihr mich denn jetzt wieder ein bisschen besser hören oder rödel ich immer noch? Jetzt ist wieder schön, der Anfang war rödelig. Ja. Ja, aber beim Etablieren ist es ja immer so ein bisschen. Mal gucken, ob es das jetzt besser gemacht hat. Dieser Morgenkaffee ist mal wieder getüncht. Dieser Morgenkaffee wird präsentiert von Internetproblemen. Denn sie werden auch irgendwann welche haben. Naja, wenigstens seht ihr keine gedroppten Frames, weil welche Frames, haha. Das ist immer schon mal schön. Ja, aber wie gesagt, ich hoffe, dass es dann, sobald die das alles durchhaben, also ich meine, es sollte irgendwie Mitte Januar sein, wenn sie komplett fertig sind und ab da müsste ich das 40-fache im Internet haben, angeblich. Das 200-fache. Na, nee, weil es wird ja nicht direkt bis ins Haus gelegt, nur bis zu den Kästen. Aber über 9000! Ja, also angeblich, vor allem mit dem neuen Vertrag, den wir dann auch haben, hätte ich dann, was ist es, irgendwie 40, also 40.000 Upload statt den irgendwie 1.000, die ich vielleicht jetzt gerade kriege. Wow. Okay. Bei Glück. Ja, wie gesagt, mein Internet ist super schnell und es rangiert aufgrund der Tatsache, dass halt noch andere Leute an dieser Strippe hängen, bei mir immer so um 700, 800 für Streams. Deswegen kann ich auch zum Beispiel keine Games streamen, weil die Auflösung, ich kann einfach nicht hochauflösende Spiele ordentlich spielen ohne Frame-Tod. So. Aber sowas wie das hier geht. Oder halt so. Löffel, du noch was zu den Rocket Beans Jungs? Zu den Rocket Beans Jungs, ja, so. Ich guck die, also ich schaff's momentan sowieso nicht so viele zu gucken. Aber ich finde einfach, was ja auch Umren und Chosen schon gesagt haben, so dieses Exposure-Ding. Also einfach, dass mehr Leute da dran kommen und mehr Leute. Einfach mehr Leute überhaupt von dem Hobby hören. Weil das ist ja auch immer nochmal sowas. Ne, dass Leute dann da, weißt du, die gucken Rocket Beans aus anderen Gründen und sehen dann, oh, Pen and Paper, was ist das denn? Gucken sich eine Folge an, finden das mega geil und fangen dann an zu researchen. No. Ja. Das ist halt auch so ein Ding, das ist mir letztens aufgefallen. Ich meine, wir sind ja alles Hobbyisten und sind da drin und so und teilweise auch schon länger. Es gibt halt echt ein sehr großen Teil an Leute, die noch nie auch nur ansatzweise davon gehört haben, dass es Pen and Paper gibt und so. Ja. Oder das merke ich halt immer wieder. Also. Ja, oder die haben mal das Wort gehört, aber haben keine Ahnung, was das eigentlich ist. So in dem Sinne. Ja. Also sowas wie DSA ist oder so ist mal gefallen. Viele, aber, unglaublich viele, und damit sage ich jetzt nicht irgendwie der 80-jährige Opa auf der Parkbank, sondern wirklich auch
Ja. Keine Ahnung, so eigentlich typische Zielgruppe, wobei typische Zielgruppe gibt es nicht bei Rollenspiel, finde ich. Nicht wirklich. Das ist, also, nee, das ist so fair gestaltet. Das hat aber, ja auch die Dortmund-Runde wieder bewiesen, mit von irgendwie 13 bis 77 kann... 16, glaube ich, aber bis 77, 16, ja. Die da, also die da waren, waren 16 bis, oder 15 bis 77, ja. Ah ja, okay, ja. Aber es sollten ja auch Jüngere kommen, die hatten nur keine Zeit. Aber ne, so generell dieses, es gibt eigentlich nicht wirklich ein, sag ich mal, ein Anfang oder ein Ende. Also es gibt natürlich so mit ganz kleinen Kindern ist es wahrscheinlich eher schwierig, aber so ab einem gewissen Alter. Ja, aber selbst da gibt es ja auch irgendwelche Rollenspieler, dass du da irgendwas so versimpelte zu sehen, so Sachen. Kindler, genau. So Kinderrollen. Die Kinder spielen doch eh immer Make-Believe. Das ist ja eigentlich nur, sag ich mal, eine Erweiterung davon. Das ist halt im Prinzip, also Kids spielen alle quasi Fate, ja. So, nein, das ist jetzt wieder böse für Fate-Spieler, so meint das nicht. Aber ein sehr, sehr regelleichtes Rollenspiel spielen Kids schon, wenn sie ganz klein sind, indem sie halt, weiß nicht, Cowboy und Indianer oder was auch immer spielen. Ja, oder Spiden. Genau, all die Sachen. Und auch da gibt es zumindest so gewisse rudimentäre Regeln, weil irgendwann merken die halt, wenn ich sage, ich schieße auf dich und du bist tot und der sagt, nee, bin ich gar nicht, dass man irgendwas, ne? Ja, das irgendwie was das ausdiskutieren muss oder so. Und da fängt es schon an quasi. Ja. Ich nehme mal an, irgendein Typ meint, mit was für eine Runde mit dem Dortmund-Ding mit Beru, das war das Rollenspieltreffen, über das wir letzte Woche, glaube ich, auch noch geredet hatten. Richtig. Das war praktisch, der macht sowieso so einen Spieleabend, bei denen irgendwie, das ist so ein Gemeinschaftssaal, ne? War das ja irgendwie so ein Gemeindezentrum, glaube ich. Und ja, ich glaube das. Da hat er das erste Mal so einen Rollenspieltag sozusagen veranstaltet, wo es auch einen schönen Zeitungsartikel drüber gab, der im Nerdpool auffindbar ist. Sollte ich mal raussuchen, dann kannst du den mal linken. Ja, klar, mach das. Ich suche eben. Mach weiter. Und im Endeffekt, da war halt wirklich alles dabei. Ich habe also Backfisch zum Beispiel hat Gespielleiter und ich habe mit irgendwie so drei, ich würde mal sagen so Late 40s, Early 50s Ladies gespielt. Das war sehr lustig. Die waren richtig gut, alle drei. Die haben mich voll unter den Tisch gespielt. Ich habe da kaum ein Wort reingekriegt. War lustig. Und in der ersten Runde von Backfisch war halt zum Beispiel eine 77-jährige Omi dabei. Bei Umbreon waren zwei Teenager im Rollstuhl, hatte ich gesehen. Und in der Runde davor so drei in unserem Alter ungefähr, würde ich mal sagen. Genau, vielleicht ein bisschen jünger. Die waren mega excited. Die haben ja die ganze Zeit versucht, mich von der Grimm-Runde wegzurekrutieren in die Runde von wem war's, von Tali rein. Die ganze Zeit. Ja. Das war sehr lustig. Hey, wieso wollten die dich umrekrutieren? Weil ich bei Umbreons Runde die ganze Zeit, sag ich mal, so daneben gesessen und für Umbreon Sachen nachgeschlagen hatte, so ein bisschen so Co-Spiele. Ach ja, stimmt, dieses Coaching, hattest du erzählt. So daneben gesessen, so ein bisschen mitkommentiert und mit Witze gerissen und sowas. Und die wollten dann unbedingt, dass ich bei Talis Runde noch mitspiele. Die haben halt die ganze Zeit versucht, mich von Backfischs Runde wegzurekrutieren. Was sehr lustig war. Das war eine lustige Truppe. Ich hoffe, die sind das nächste Mal wieder dabei. Ich pack's mal in Skype rein. Ja, mach das. Ja. Das ist direkt das Bild dazu. Ja. Wobei, warte, ich kann dir auch den... Moment, Grafik. Nimm lieber den, dann hast du auch direkt noch die Seite drauf mit Menge, die spielt. Jo, Moment. Fantasy-Figuren für das Rollenspiel. Och, das ist ja putzig. Ja. Ich habe ja voll aufgefahren mit 3D-Dungeon und alles. Ja, ich weiß. Hauptsache der dicke Drachen steht auch genau vor dem Bild. Das Beste ist, der hält den rein, du siehst die Finger. Ja, ich weiß. Ja. Ich dachte, du meinst jetzt mit der dicke Drache mich, aber ist okay. Nein, Umbreon, ich würde dich doch niemals dick nennen. Würdest du mich niemals Drache nennen, ne? Nee, ich würd dich niemals mit dem Drachenlord vergleichen. Niemals. Das finde ich nicht nett. Und die drei, das Mädel in dem Gremlins-Sweater und die beiden daneben waren das. Ach du Scheiße. Genau, und die beiden rechts daneben, ja. Ach, das bemerke ich ja jetzt erst mit dem Gremlins-Sweater. Och, Ist voll super. Was ziemlich cool ist, so ein ugly Christmas-Sweater quasi mit Gremlins drauf, super cool.
Ja, die waren aber auch als Clique generell waren die. Die hatten eine gute Chemie miteinander, weil die sich halt schon kannten. Aber auch, ich fand auch mit Akon war das super, der mit denen mitgespielt hat. Die kamen gut miteinander aus, obwohl die sich gar nicht kannten. Die sind sehr gut zusammengeflogen. Wie gesagt, die drei kannten sich wohl vorher vom Lab, die haben noch nie Pen and Paper gespielt, sondern die waren ja machen halt Lab und generell jetzt. Freunde und so. Die drei in Christmas Sweater und die beiden rechts daneben. Also der Typ mit dem roten Hoodie und der in diesem grauen. Genau, die drei. Okay. Die kamen zusammen an und hatten sowas noch nie gemacht, hatten keinen Plan von nichts. Ja. Waren aber voll dabei, super klasse, hat tierisch Spaß gemacht, wir haben sehr viel gelacht. Ja. War richtig awesome. Ich und Umbreon haben diesen Dungeon aufgebaut und ich habe einmal fast die ganze Taverne abgerissen, weil Umbreon seine Kisten auf einer Jacke abgelegt hat. Das war super. die Story. Großartig. Aber wie gesagt, es war mega viel Fun. Es waren auch generell fast mehr Leute da, als ich erwartet hätte. Da ist ja auch noch ein zweiter. Von den Ruhenachrichten noch ein zweiter Zeitungsausschnitt, wenn man weiter runterscrollt. Oder ist das von was anderem? Es ist von was anderem. Das ist von den Brettspielsachen. Ja. Aber wie gesagt, das findet auch nächstes Jahr wieder statt, das wird dann aber bestimmt auch auf dem Nerdpol wieder landen, wenn ihr Bock habt. Auf jeden Fall. Es gab ja irgendwie zwei Termine. Ich müsste sie jetzt nachgucken, aber irgendwann. Im April, 1. April und irgendwann im. Moment, ich guck mal. Er hat es mir geschrieben. Also 1. April definitiv. 1. April und 1.4. und 23.9. nächstes Jahr. 1. April? Das ist doch wohl ein Scherz. Den Witz habe ich auch schon gerissen. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und da ich da mit dem Zug ziemlich direkt hinfahren kann, was sehr geil ist. Ja. Jeder, der von Umhause gegenkommt, es lohnt sich wirklich, war ein super geiler Tag. Ja. Kommt einfach. Also. Es war fun. Wir haben ja später auch noch alle zusammen Pizza gegessen und so. Ich glaube, die kleine Pizzeria war voll überlastet. Die waren so, what the fuck, wo kommen die Gäste? Kommen die auf einmal alle hergestrumpelt, weil wir ja irgendwie in drei, vier kleinen Gruppen dahin sind, um uns Pizza zu holen. Die haben sich auch gedacht, so von wegen, okay, Umsatz! Umsatz! Und, und man muss dazu sagen, die Pizzeria benutzt echten Käse. Das habe ich nachher noch bemerkt, leidvoll. Ich hatte leider keine Tabletten dabei für Lack. Aber es war sehr lecker. Es war sehr lecker und ich habe es dann Pizza war super. Und ich, ja. Super. Aber es war sehr, sehr lecker. Then came the struggle, ja. Nee, aber wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt oder so, kommt rum. Kommt auf jeden Fall vorbei, war richtig geil. Ich bin nächstes Jahr auch dabei. Yay. Sehr gut. Und natürlich, weil das ja auch immer dann gerne eine Frage ist in dem Kontext, wir versuchen auch wieder auf der APC zu sein, wenn wir können. Oh ja. Immer. Da müssen wir jetzt bald unsere Bewerbung rausschicken. Ja, damit geht jetzt auch los. Damit die eine Woche vorher bestätigt wird, damit wir dann auch wissen, dass wir kommen können. Ende Mai geht's wieder RPC und ich sag mal, allerfrühestens letzte Woche April erwarte ich eine bindende Antwort. Ja, das hatten wir ja schon letztes Jahr. Wenn alles klappt, wie man es halt kennt, kriegt der Stand ein paar coole Upgrades dieses Jahr. Ich muss gucken, wie es mit Geld ist. Weil ich viele von den Upgrades bezahle. Da muss ich mal gucken. Aber wenn es klappt, wird es, glaube ich, ein paar coole Upgrades geben. Yay! Gibt es Lasers? Lasers, yes! Nein, ich kann ja mal so anteasen, was vielleicht kommt. Diejenigen, die den Stand schon mal gesehen haben, der ist ja, sag ich mal, so modular im Endeffekt. Jetzt mach keinen Engel. Nein. Der hofft sich dieses Jahr endlich mal perfekt nochmal vorbeikommen. Ach. Beziehungsweise da ist. Er darf es nur nicht ankündigen. Der soll erstmal wieder auftauchen, generell, bevor der irgendwelche Leute gibt. Also der hat sich einmal in Skype gemeldet, aber ansonsten. Engel, just do it. Just do it. Just. Nein, aber. Hashtag Engel, lad mal hoch. Es wird niemals sterben. Nein, die sind ja umgezogen und die haben ihren Streamraum noch nicht eingerichtet. Also die sind da noch so im Begriff. Dementsprechend dauert das. Die sind im Aufbau. Ja, und jetzt kommt natürlich die Weihnachtszeit, das heißt Family. Das heißt nicht not much time. Kann ich voll verstehen. Aber Grüße von ihm generell, auch an die Zuschauer, die ihn so kennen und so. Er hatte, wie gesagt, sich einmal irgendwie spät nachts so um 2 Uhr bei mir in Skype gemeldet. So irgendwie. Und mal kurz, sag ich mal, so ein Update gegeben, was abgeht. Ja, aber wie gesagt, Updates technisch für den Stand, eine Sache, die ich immer machen wollte, war, der schneidet oben so gerade ab, der hat halt eine sehr kastenartige Form, sag ich mal. Der ist,
ich mag die Wände und so, damit bin ich relativ happy und auch mit der neuen Aufteilung mit dem größeren Hinterraum, das war alles super. Und mit dem etwas kleineren Infobereich, damit da nicht immer 8 Leute drin sitzen in so einem Stuhlkreis und niemand wirklich Infostand macht. Ich habe die Schilder nochmal geupgradet. Die haben jetzt so einen, statt einfach nur diesem golden aufgemalten Rand, haben die jetzt einen wirklich vertieften Rand, der so ein bisschen gealtert ist künstlich und so weiter. Ne? Schön. So die ganze Kiste. Das habe ich gemacht. Und was die Idee ist, ist da oben ja kein schließendes, aber so praktisch so den Außenrand, so eine Art Dach da drauf zu setzen. Praktisch, dass das so aussieht, als ob da so Dachschindeln sind im Endeffekt. Mhm. Wir dürfen den oben nicht zumachen wegen Brandgefahr. Aber praktisch, wie, weißt du, wie so ein, sozusagen so, dass das vielleicht so 30, 40 Zentimeter hoch, halt so schräg, praktisch über die Säulen hinweg. So dass es von außen aussieht, als hätte es ein Dach. Als hätte es ein Dach, genau. Damit so ein bisschen oben etwas schöner abschließt. Aber das ist mehr eine Frage, ob mein Holzmann, der mir die Holzplatten besorgt, für den Viertel des Preises, den ich im Baumarkt beschreibe. Ja. Ich schon mein Holz. Holz! Ja, ich beziehe das bei dem für ein Viertel von dem Preis, den ich im Baumarkt bezahle. Ansonsten wäre der Stand nicht unter 2000 Euro damals entstanden. Und so viel hatten wir nicht. Ich habe ja, ich glaube... Der Holzdealer vom Löffel! Yes. Ja, richtig, der Holzdealer vom Löffel, der hat alles... Aus Plastiklöffel wird Holzlöffel. Holzlöffel! Ja. Deswegen... Das ist die neue... Das ist ein... It's not even his final form. Yep. Ja, genau. Ich muss mal so ein Bild malen von so einem Löffel, der Super Saiyan geht. Ist gut. Oder so eine Pokémon-Evolution. Erst ist es so ein kleiner Teelöffel. Weißt du, so ein Tee-Plastiklöffel. Das war die Final Form. Das hat mich auch immer so gewundert bei Dragon Ball Z. Das fand ich ja immer irgendwann lustig, wo... Trunks, also der Kleine. Ja. Und wie hieß er? Goten. Gotenks, so, ne? Der so ganz, Goten. Also der zweite. Goten. Genau. Dass die das einfach so konnten. Weißt du, die anderen immer so. Und die stehen da einfach klick. Klick. Ja man kann es ja irgendwie so semi entschuldigen damit, dass man sagen kann, die Erwachsenen wissen, wie es geht und konnten es den Kleinen erklären. Ja. Also das. Und man muss bedenken, die wurden von Kleinen an so.